Moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fußballmanager 13. Es geht heute gegen den Aufsteiger aus Düsseldorf, den Tabellenelften. Die spielen eine richtig gute Saison, haben allerdings bislang in jedem Ligaspiel ein Gegentor kassiert. Von daher sollten wir auch diese Abwehr knacken können. Wir sind natürlich wieder fast in so gut wie in Bestbesetzung. Draxler auf der 10, linke Seite mit Bastos, rechts mit Fafan. Papadopoulos in der Innenverteidigung, Bürten auf der linken Position, Jones wieder auf der 6er Position. Und Marika heute, Sturmpartner von Huntelaar, wie schon in Europa League, hat er heute mal Ricky von Wolfsburg verdrängt. Der Marika mit einer sehr guten Entwicklung, zuletzt hat er in Europa League sich wieder in die Startelf gekämpft, da von Wolfsburg ja dort nicht spielberechtigt ist. Langer Abschlag von Hildebrand auf Bürtner, nimmt er gut an, Draxler auf Huntelaar. Huntelaar sieht Marika, Marika gegen Maleschas, aber der klärt. Und Tesche, Voronin, langer Ball auf Stefan Reisinger. Ja, das Hinspiel ging 2-2 aus nach 2-0 Rückstand für uns. Da waren wir nicht so gut in Form. Und das müsste Abschluss geben, genau. Da waren wir nicht so gut in Form zu Beginn der Hinrunde. Von daher jetzt alles wieder gut machen. Huntelaar. Verfahren. Langer Ball auf Marika. Der schießt auch sofort, aber der stand im Abseits. Gucken wir nochmal nach. Nee, das war meiner Meinung nach gleiche Höhe. Dass da auf Abseits entschieden wurde, war für mich eine Fehlentscheidung. Aber Marika traf das Tor ja auch nicht. Ich denke auch, Kiefer wäre dort da gewesen. Jedenfalls war es eine gute erste Möglichkeit für uns. Bellinghausen. Tesche, langer Ball auf Voronin, der kommt tatsächlich durch, aber doch zu steil für Andrei Voronin, für den Ukrainer. Den Mannschaftskapitän der Düsseldorfer sogar. Timo Hildebrand ist sehr wachsam, der sieht in der Winterpause ja den Nummer 1 Platz im Tor bei uns hier zurückgeholt hat. Draxler auf Marika gegen Levels, Marika bleibt hängen. Dabuschewski über rechts bei Düsseldorf, Reisinger und Bellinghausen gegen Garek. Garek setzt sich da rustikal ein und gibt daher ein Freistoß für die Fortuna aus Düsseldorf. Vandenberg spielt den, ja, nicht nach vorne, sondern in die Mitte rein. Botzek mit einem katastrophalen Pass. Die fängt Grasser locker ab. Der sagt danke dafür, Huntelaar. Marika holt sich den Ball vor Botzek. Und nochmal Draxler links raus auf Michel Bastos. Zurückgelegt auf Draxler. Huntelaar. Nee, der war nicht gut gespielt. Idee war gut, Ausführung nicht so. Reisinger. Bellinghausen. Höwe des blockt ab, Garrix und Verfahren. Marika, Draxler. Draxler, genau, die Schnittstelle auf Huntelaar. Huntelaar könnte schießen und Giefer. Stark pariert vom Keeper der Düsseldorfer, Fabian Giefer. Klärt da zur Ecke. Huntelaar hat gut die kurze Ecke da anvisiert. Die Ecke kommt von Michel Bastos. Das ist Papadopoulos. Der Ball geht knapp übers Tor. Kopfball vom Griechen, vom 19-jährigen Griechen. Kyriakos Papadopoulos. Abstoß von Fabian Giefer jetzt also. Langes Ding auf Bonnard. Bonnard und Papadopoulos. Bastos. Huntelaar. Das ist Marika, der lauert vorne. Marika bleibt an Levels hängen. Wie so oft schon heute. Voronin. Gut gespielt auf Gabuschewski. Der freie Bahn ist Gabuschewski. Büttner geht schon zwischen. Draxler kommt auch nicht ran. Reisinger. Mit der Flanke, Garrix lässt Bellinghausen passieren. Und auch Höwedes lässt sich da austanzen. Fälscht den Ball aber noch so ab, dass er nicht ins kurze Eck fällt, sondern nur ins Tor ausgeht. Und zwar zum Eckball für die Düsseldorfer. Das macht Voronin. Und Hildebrand mit der Faust zur Stelle. Bastos kriegt den noch von der Auslinie. Nee, Einwurf für die roten Fortunen. Unserem Ex-Verein hier im Let's Play. Nicht wirklich im direkten Spielstand, sondern im ersten Let's Play mit FM13. Gabuschewski. Der Flanke, die Papadopoulos nicht verhindern konnte, aber auch Hildebrand ist dort sehr aufmerksam und fängt die locker ab. Die Flanke, Bastos gegen Bonnard. Bastos setzt sich durch. Verfahren, langer Ball wieder auf Marika. Legt ab für Huntelaar. Huntelaar nochmal abgelegt für Jones. Jones zurück auf Draxler. Und Draxler spielt Marika an und diesmal stand im Abseits. Okay. Diesmal war es soweit. Abseits vom Rumänen von Ciprian Marika. Giefer mit dem Abschluss und Bellinghausen. Ball von Bellinghausen auf Voronin, Hildebrand ist da. Tesche, Fafan holt sie den Ball zurück und Draxler baut auf. Marika, nochmal Draxler, Huntelaar, stark von Huntelaar. Links raus auf Bastos. Bonnard, da setzt er sich durch, aber der Pass auf Marika kommt nicht an. Papadopoulos fängt nochmal von der Mittellinie ab. Bastos mit der Flanke, zu steil für Fafan. Aber gutes Spiel bislang von unseren Schalkern. Die Abwehr von Düsseldorf können wir aber längst noch nicht ganz knacken. Bastos. Huntelaar auf Marika. Marika gegen Tesche. Marika, und der schießt Marika!
Gute Gelegenheit für Jimmy Marika. Rutscht ein bisschen über den Spann der Ball. Und dann schlägt er doch einen knappen Meter neben dem Tor ein an die Werbebande dahinter. Kiefer wäre aber auch jetzt auch im dritten Eck gewesen. Abschluss Kiefer, wieder abgefangen von Michel Bastos. Wieder langer Ball nach vorne. Diesmal fängt Levels ihn auch wieder ab. Auch diesen langen Ball fängt Bastos ab. Und jetzt ruhig aufbauen, genau. Das ist Huntela. Links raus auf Bastos nochmal. Gut gespielt, Bastos mit der Flanke aus dem Halbfeld. Levels, Marek kommt wieder nicht entgegen. Das ist ein einziges Manko bislang, dass er die Bälle nicht entgegenkommt. Botzek. Langer Ball von Botzek auf Reisinger. Papadopoulos müsste eigentlich schneller sein gegen Reisinger. Papadopoulos legt ihn tatsächlich. Und ja, da muss es Elfmeter geben für... Ganz klar, keine Karte allerdings, aber es gibt den Elfmeter für Düsseldorf kurz vor der Pause. Erneut, wie schon gegen Hannover im letzten 3D-Spiel. Voronin tritt an und verwandelt souverän zum 1-0 für Düsseldorfer. Achte Saisontor von André Voronin. Ganz blöde Aktion, auch wie schon Höger damals gegen Hannover. Das ist natürlich... sehr unkomfortabel hier, kurz vor der Pause so einen dämlichen Elfmeter gegen uns zu kriegen. Dämliche Aktion von Kyrgiakos Papadopoulos. Dämlicher geht es eigentlich gar nicht mehr, muss man so sagen. Da muss er ihn überhaupt nicht faulen, da muss er ihn nur abdrängen. Und Hildebrand kommt dann raus. Da müssen wir nochmal ein bisschen Aufbauarbeit leisten. Die Situation ist keineswegs, aussichtslos, Leute. So, Papadopoulos werden wir motivieren. Da müssen wir aufbauen, müssen wir natürlich wieder... Genau, Hildebrand auf jeden Fall hat ein gutes Spiel gemacht da hinten. Huntela motivieren wir, genauso wie Marika und auch Draxler noch. Gibt Massagen für Papadopoulos und für Höwedes. So wie für Jefferson Fafan, der ja auch schon 19 Minuten letztens durchgespielt hat. Nee, 19 Minuten hat er nicht gespielt, aber ihr wisst schon, was ich meine. Gut, weiter geht's. Es gilt also, einen 1-0 Rückstand hinterher zu laufen. Draxler. Huntela. Ah, Marika wieder den Ball nicht entgegengekommen. Jones. Marika. Draxler. Schlechter Pass von Draxler. Botzek fängt hier locker ab. Reisinger und Gabuszewski. Voronin auf Höwedes. Höwedes stark dazwischen an Garix und Draxler. Marika. Jawohl. Hat den Ball mal. Marika treibt ihn. Treibt ihn weiter. Spielt auf Huntela. Huntela gegen Levels. Huntela. Was ist das denn für ein Ding von Huntela? Aber Bastos kriegt ihn noch. Bastos flankt nochmal. Aber die Flanke, die ist ganz schwach. Schade, Huntela hat eigentlich freie Bahn gehabt. Hätte aufs Tor ziehen können. Weiß auch nicht, warum er das nicht getan hat. Hürtner holt sich den Ball wieder. Huntela leitet nicht weiter. Kommt aber über Umwegen bei Verfahren an. Marika nochmal Verfahren. Nochmal Marika. Spielt auf Huntela. Huntela. Ah, setzt ihn in die Riege durch. Botzek. Gabuszewski. Weiterhin Wechsel auf Bellinghausen. Ne, kriegt er nicht. Wir wechseln aus. Wir werden wechseln, werden für Jermaine Jones Roman Neustädter ins Spiel bringen. Von Jones war bislang gar nichts zu sehen. Deswegen auch der Wechsel. Ansonsten, wenn Marika da auch nicht weiter entgegenkommt, da, dann müssen wir auch ihn auswechseln und Ricky von Wolfswinkel reinbringen. Also Jones rein für Roman Neustädter. Verfahren. Der Pass war gar nicht gut. Der wäre nie angekommen, wenn der nicht abgefälscht worden wäre. Verfahren mit dem langen Ball nach vorne. Marika dreht sich weg. Vandenberg. Tesche. Und Bellinghausen hat Platz. Also Bellinghausen hat Platz, den Ball weiter zu treiben. Keiner greift ihn an. Bellinghausen. Jetzt kommt Garrix und macht das, ja, nicht optimal. Verfahren ebenfalls nicht. Vandenberg könnte wieder flanken. Vandenberg flankt auch in die Mitte. Das ist Papadopoulos und der fängt ihn diesmal ab. Langer Ball jetzt auf Marika. Konterchance nicht wirklich, denn die Düsseldorfer sind weiter in Überzahl. Huntela gegen Bonnard. Huntela. Kann sie den Ball nicht holen? Gabuszewski. Wir wechseln, bereiten schon mal einen Wechsel vor. Und zwar Ricky von Boswinkel wird kommen für Cibrian Marika. Der nächste Wechsel wird das sein. Bellinghausen. Höwedes fängt ihn locker ab. Neustädter. Garrix. Und Marika. Marika setzt sich durch. Marika schön gespielt auf Huntela. Das ist Verfahren, das ist Marika. Kann sich nicht gegen Levels durchsetzen. Das war zu schwach, zu wenig. Voronin. Langer Ball. Lena Papadopoulos. Hüttner. Und Draxler. Und das ist Huntela. Da kommt Bastos. Bastos mit der Flanke aus dem Halbfeld. Zu früh. Viel zu früh geflankt. Auch Bastos werden wir also rausnehmen. Ganz klar, für ihn wird Affelei kommen.
Das ist zu wenig bislang vom Franzosen. Hövedes vor Voronin. Hövedes, was macht der denn da? Voronin. Nochmal Hövedes und mit dem Foul diesmal. Und Benny sieht jetzt sogar die gelbe Karte. Ja, komm, Benny, das war eigentlich auch. Gucken wir mal. Ja, hält er klar drüber. Obwohl er auch den Ball betrifft. Jetzt ist Doppelwechsel bei uns. Abverleihung von Wolfswinkel. Rein. Was ist los? Jetzt kommt er. Auch Düsseldorf wechselt also. Also kommt schnell, der holt wenigstens noch den Ausgleich hier. Das kann nicht wahr sein. Dass sie hier gegen Düsseldorf unterlegen sind. Fabuschewski, Voronin. Raphael kommt von Voronin und Hildebrand hat den Ball so rum. So, werden wir erhöhen hier. Und was ist hier los? Einsatz auf 100. Warum ist der Einsatz so niedrig? Hildebrand hat den Ball. So, los jetzt. Ein langes Ding. Garrix. Huntela raus auf Affelei. Da ist er gleich mal. Affelei, ja, Platz. Affelei schießt. Aber ungefährlich für Giefer. Auch bislang keine wirkliche Torschance in der zweiten Halbzeit. Das ist kein wirkliches Aufbauen zu sehen von unseren Schalkern. Natürlich ärgerlich, wenn wir hier zu Hause wieder wichtige Punkte verschwenden. Verfahren von Wolfswinkel. Daxler, Huntela. Gabuschewski, starker Einsatz von ihm. Neustädter, Verfahren von Wolfswinkel. Draxler, Huntela. Gegen Malescher setzt sich durch und Konterchance für Düsseldorf. Raphael auf Stefan Reisinger. Der alleine jetzt durch. Papadopoulos kommt von hinten. Schießt Reisinger und Hildebrand. Klasse Parade. Und Neustädter kommt erst nochmal. Los jetzt. Van Wolfswinkel. Wird nicht gelegt von Lewitz. Der macht das sauber. Bellinghausen und Tesche. Van Wolfswinkel, super Einsatz. Draxler. Verfahren. Nochmal Draxler. Huntela. Müsste spielen auf Affelei. Huntela lässt sich durch. Affelei. Wieder sucht er nicht den Torabschluss. Affelei mit der Flanke. Und die ist schwach. Warum sucht Huntela nicht den Torabschluss? Er spielt da im Strafraum nochmal raus auf Affelei. Total sinnlos. Der Ball eben von Klaas-Jan Huntela. Und das kostet uns 3 Punkte heute, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Ein erbärmlicher Elfmeter mal wieder gegen uns zu Hause. Letztes Mal war es Höger. Diesmal ist es Papadopoulos. Im 3D-Spiel natürlich jetzt. Neustädter. Draxler. Van Wolfswinkel, Verfahren, müsste spielen, Verfahren, von Wolfswinkel, Wolfswinkel, das ist Huntela, 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 ja, da ist der Ausgleich in der Nachspielzeit, es geht doch, klasse gespielt von Wolfswinkel und klasse Huntela ins kurze Eck, souverän verwandelt, in der Nachspielzeit, das 1-1, was durchaus nicht verdient ist, ganz ehrlich. Aber es ist zu wenig für uns. Erste Halbzeit waren wir besser, gehen unglücklich in Rückstand. Zweite Halbzeit war Düsseldorf ehrlich gesagt besser, geht Düsseldorf unglücklich mit dem Ausgleich davon. Also am Ende ist es ein verdientes Unentschieden. Düsseldorf ein starker Aufsteiger. In der ersten Halbzeit haben sie es nicht gezeigt, in der zweiten Halbzeit eigentlich schon. Und sie bleiben ihrer Liga nicht treu. Haben bisher noch kein Spiel in der Liga zu 0 gespielt. Das war noch für uns gesprochen. Also immerhin noch ein gutes Unentschieden geholt, wie schon im Hinspiel mit dem 2-2, jetzt also mit dem 1-1. Weiter geht's in der Nachbereitung des Spiels. So Leute, da haben wir es also. 1-1 am Ende gegen Düsseldorf. Es ist zu wenig, aber ein gerechtes Unentschieden. Wir hatten heute nicht den besten Tag erwischt. Düsseldorf in der ersten Halbzeit auch nicht. Da gingen sie glücklich in Rückstand. Das hat uns wahrscheinlich das Genick gebrochen für die zweite Halbzeit, denn da kam nichts mehr von uns. Außer eben vor Schluss, kurz vor Schluss, wo Huntela nach Vorarbeit von Ricky van Wolfswinkel das 1-1 erzielen konnte. Hildebrand war unser bester Mann heute. Mit einer Note 1,5 hat er sich da sauber, wahrscheinlich sogar in die Hälfte des Tages gespielt. Gucken wir in die Zuschauer, ja, waren auch nicht ganz ausverkauft. Ergebnisse, die anderen Ergebnisse haben wir also letztes Mal schon gesehen. Wir bleiben also hier durchaus auf diesem Platz stehen, aber eben haben jetzt auch 5 Punkte schon auf Leverkusen auf Platz 4. Hannover marschiert weiterhin vorne, grandios. Bayern auch, hält an Dortmund, jetzt ist an Dortmund jetzt dran auf Platz 2. Leverkusen allerdings zieht voraus und ja, wir bleiben 3 Punkte vor Frankfurt und 5 Punkte hinter Leverkusen. Das ist natürlich nicht schön jetzt. Bislang nicht doll. Nächstes Mal also geht's gegen Wolfsburg. Mal schauen, was da drin ist. Es ist alles gesagt, sagt unser Trainer, Spieltag Statistik, schauen wir rein. 11 des Tages ist keiner von uns dabei. Neuer ist in der 11 des Tages. Uns sind auch nur Bayern-Spieler. Gut, schauen wir in die Teamleistung rein. Ja, da waren wir heute besser insgesamt. Bester Spieler. Kiesling, ja. Huntela hat jetzt wenigstens gleich gezogen mit Stefan Kiesling.
23. Tor im 23. Saisonspiel. Auch Ricky von Wolfsburg hat aber meiner Meinung nach eine gute Leistung abgeliefert. Nach seiner Einwechslung hat er gleich Dampf gemacht. Marika in der Europa League kann er wohl nur, wie es aussieht. Aber von Wolfswinkel auch eher mit einer Torvorlage immerhin, die zweite. Also gut, gehen wir mal weiter gucken. Leverkusen war das erfolgreichste Team im Winter, ja, deswegen sind sie auch 5 Punkte vor uns momentan. Jetzt geht's also erstmal nach Wolfsburg auf jeden Fall. Lukas Fabianski geht nach West Ham in der Saison, ablösefrei, guck an. Gucken, was gibt's für Trainergerüchte, Werder Bremen interessiert an... Ja, auch der nächste Trainer, Johannes Frost, steht kurz verlassen bei Werder. Tobi Erdawiel zum FC Liverpool. Was haben wir hier noch? Christian Schulz verlängert seinen Vertrag bei Hannover. Also wir spielen nächstes Mal gegen Wolfsburg. In Wolfsburg. Danach folgt dann das erste Spiel gegen Atletico Madrid. Und danach dazwischen auch noch Dortmund. Also es wird richtig, richtig doll in den nächsten Tagen bei uns. Puh. Ja, Leute, das war's immer für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.